Herzlich willkommen, liebe Leute, zur 40. und damit auch wahrscheinlich die allerletzte Folge des Nigeria-Projektes. Ja, nach, ich weiß gar nicht, nach wie langer Zeit ist, ich glaube 10 Monate. 8 Monate? 10? Ich glaube, es sind schon, obwohl, nur schon länger, oder? Können wir ganz kurz nachschauen? Ach nee, nach 8 Monaten ist ungefähr. Nach fast 8 Monaten. So spät erst. Ja, November. Es sind ja eigentlich schon so gut wie 8 Monate. Beenden wir dieses Projekt hier. Mit 13 Jahren. Ja, so, ja. Ja, was ist denn alles passiert in der Zeit? Ich habe ja 1,5 Jahre, war es, glaube ich, vorgespielt, damit die Mission noch nicht so lang ist. Und ja, es kamen ein paar Dürren, ein paar Umweltkatastrophen. Es ist viel passiert, würde ich mal sagen. Ja, das Spiel ist verbuggt. Ich kann hier gar nicht mehr richtig bauen. Das Spiel ist sogar so verbuggt, dass wenn ich nicht extra Geld hinzufüge, kriegen wir immer Schulden dazu. Hier zum Beispiel haben wir wieder Schulden bekommen. Haushalt deswegen komplett kaputt alles. Wegen dem Weltraumprojekt. Ja, ich habe hier ein bisschen Geld wieder reingebuttert, aber der Wetter wieder weniger wird, bringt das ja eh nicht so viel. Ich habe alle Steuern abgeschafft. Außer die Abholzungssteuer, weil zu viel entwaldet wurde. Ich habe das gesamte Essen kostenlos gemacht. Ich habe generell alles, was kostenlos ging, kostenlos gemacht. Also auch Haushaltsgegenstände, Kleidung und. Ich habe die Steuer-Dixbums runtergesetzt. Ja. Also wir schwimmen im Geld. Ich wollte auch noch die Partei wahrscheinlich wechseln, die Folge. Ja, wir sind bei der Entwicklungshilfe, sind wir jetzt übrigens im Geber aufgestiegen. Sehr schön. Was ist denn noch passiert? Ja, ein paar Sachen habe ich gebaut. Ja, ich versuche mir einzustellen, aber irgendwie ist es verbuggt, ich weiß nicht. Und ja, die Verstaatlichung der Industrie kommt jetzt auch erstmal. Da haben sich übrigens schon welche bei mir bedankt, dass ich das so viel verstaatlicht habe. Was ich sehr schön finde. Also hier im Spiel haben sie sich bedankt. Die Abstimmung hat statt. So, Entschädigung der Landwirte, wie viel? 113. 140 sind Millionen, Milliarden. Steuer, so. Raum ist durch. Industrie in der Kontrolle. Die jüngste Übernahme durch den Staat drängt seine diesen Charakter in der nationalen Industrie weiter auf und noch mehr in der Wirtschaft des Landes. Es ist eine Sicht der Dinge, die derzeitigen globalen Deregulierung entgegenwirkt, die nicht eindeutig die allgemeine Stimmung widerspiegelt, die auf nationaler wie auch internationaler Ebene herrscht. Haben wir den Bogen vielleicht doch etwas überspannt? Ich glaube nicht. Ich habe auch Service verstaatlicht, alles schon. Ja, alles verstaatlicht. Industrie ist alles verstaatlicht. Ja. Landwirtschaft. Alles, was halt geht. Also wir sind als Staat so viel jetzt hier aktiv. Wir haben so viel eingegriffen. Hat ja nicht verstaatlicht, oder? Nö. Strom selber kannst du auch nicht verstaatlichen. Ja. Na gut, dann haben wir eigentlich alles geschafft, was mit Verstaatlichen geht. Dann werde ich mal ein paar Immigranten nehmen. Also das Spiel ist langsam komplett verbuggt. Ich denke auch mal, die Folge wird nicht allzu lange gehen. Also über eine halbe Stunde sicherlich. Eine Stunde weiß ich nicht. Mal gucken, was da so alles noch macht.
Das Land ja noch in Diktatur fahren, wir können Atombomben zünden, wir können Bomben abbauen, wir können alles eigentlich noch machen. Aber die Partei würde ich ja noch gern wechseln. Und einen Wahlkampf mit der neuen Partei. Der wird ein Wahlfeld schon begehen. So. Schritt Nummer Uno. Oh, wir müssen ja noch ein bisschen abreißen. Es ist komplett am Längen, das ganze Spiel einfach nur noch. So, nach Neu-Delhi. Wir sind dabei, dieses Land. Also, da kannst du es ja gar nicht mehr genießen. Aber können wir es trotzdem durchführen? Ja, wenn nicht, dann müssen wir es einfach weglassen. Ich kann da jetzt nicht nur ein, zwei Jahre warten. Das dauert ja mir zu lange. Dann stellen wir uns einfach vor, dass es passiert ist. Das wird ja auch genügen. Ich glaube, Budget muss nicht erhöhen. Ich würde auch gerne eine neue Währung einführen, weil hier steht, das kriegen wir nicht rechtzeitig hin. So, mal zu Kommunismus zu wechseln, ist halt das Einzige, was noch schlau wäre. Aber ich weiß nicht welcher. Der Autoritäre? Ich weiß nicht. Können wir dann einen Parteienstaat dann erstmal machen? Wir können bekannt. Ja, und die Wirtschaft ist auch komplett eingebrochen. Ich weiß nicht, was Hier da ist passiert unser ist. Wachstum. Aber wir haben keine Arbeitslosenquote mehr. Super. Ja, weil da hätte auch alle vom Staat beschäftigt werden. Ja, und wir subventionieren jetzt ja alles riesenfett. Aber was mich denn frage bei den Gewerkschaften? Die Arbeitgeber, die gibt es tatsächlich noch. Verdienen jetzt ja eigentlich alle gleich, oder? Nee, sind sie nur unabhängig. So, Indien wird sich jetzt vorgeknüpft. Turkmenistan. Auch unter russischer Herrschaft. Warum es nicht annektiert wurde? Keine Ahnung. Wir werden so viele Terrorgruppen wieder miterben. Achso, ja, ich konnte übrigens auch alle Terrorgruppen Nein, danke, mein. vernichten. Mal gesagt haben. Das ist sehr Nicht nett. ganz gut. Ja, das finde ich sehr nett. Das ist. Ja, ein. Sehr gut. Welche? Das ist sehr unzureichend. Wir Soll wünschen ich die einem Steuern das, geben was oder Sie uns was? vorgeschlagen. Kann Ihnen auch gern Steuern geben, falls Sie wollen. Können ja in der Zeit die Partei wechseln. Zum totalitären Autoritär, aber das sind ja die, das sind mal die Bösen. Die schlechten Kommunisten. Können wir noch Regionalist? So, unreligiös, unabhängig, okay, aber das ist ja auch wieder nicht Kommunismus. Ökologist. Naja, einfach nur Kommunismus, würde ich sagen. So, wer geht hier uns hinterher? Der Großteil der Leute. Noch eine Woche. Neue Partei ist also sehr erfolgreich, aber wir haben noch gar keine neuen. Leute. Ja, das Spiel wird immer laggyhafter. Angst, dass wir es nicht mehr so doll durchschaffen. 1,2 Milliarden. Okay, wir sind die deutlich beliebteren. Wir sind beliebter als die, oder? Ja.
Kommunismus macht halt deutlich mehr Sinn. Ist auch ein kommunistisches Land. Mit noch mit Geld und ein paar anderen Sachen. Ich glaube, die Wirtschaft ist so schlecht geworden, weil die Arbeitszeit so gekürzt haben. Es ist ihr. Wo sie ja wieder hochgeht, muss man sagen. Und dann sind wir 20%, jetzt sind wir bei einem. Das macht schon was. Bis das fertig ist hier. Jetzt schon wieder los. Weltraumforschung. Dragonfly oder ne, Venus. Ah, Rückführung der Proben. Und dann rufen wir mal Neuwahlen aus. Das ja eigentlich irgendwas. Wir können uns eigentlich auch auf Lebenszeit später nennen. Richtung Diktatur, aber das machen wir auch erst, wenn wir alles angeguckt haben. So, ich rufe Neuwahlen aus. Ende der Auseinandersetzung, Ihre Entscheidung zur Auflösung der Versammlung hat der Aufstandsbewegung ein Ende gesetzt, hat die Meinung über sie jedoch geschwächt. Es wird nur ein demokratischer Vorgang stattfinden, bei dem sie fair ist. Oh, ich bin doch keine Diktatur. Ich mag. Aber stehen alle hinter mir. Also die würden auch putschen bestimmt für mich. Was ist eigentlich mit Bangladesch? Auch in der russische. Mal annektieren, noch nie was gehört oder was? Okay. Ah, der Papst ist auch noch. Eine Woche vor Beginn des unserer nationalen Im Kommunismus gerutscht. Kampagne, okay. Ist ja klar. Da können wir jetzt eigentlich. Okay. Ja, ich glaube, ich weiß, wer gewinnen wird. Aber wir können es ja nochmal manifestieren. Das können wir dann versprechen. Wir haben dem Land so viel Gutes getan. So, wir könnten hier zum Beispiel eine fettere Rente versprechen. Weiß nicht. Rente von 17.000 Euro. Wir haben noch das Geld. Wie viel das auch immer kosten soll. Raus damit. Hoffen wir, dass der Krieg da jetzt nicht mit reinspielt. Und ich hätte auch gerne nochmal Geld. Ich bin nicht der Liebling, wer auch sonst. 86%, okay. Es wird schon ein bisschen geschwächter. Gibt es überhaupt noch Unternehmer? Ach, tatsächlich. Die lieben mich auch noch. Ja, Gott, blablabla. Gotteslästerung. Da kann ich leider nichts für. Wird wohl ziemlich unangenehm sein. Jetzt müssen wir taktisch vorgehen. Was stand denn da? Unsere alten Partei. Er mag uns scheinbar nicht mehr so.
Ihn können wir ja fragen, ob er zurückzieht. Ja, was können wir denn noch fragen? Oder sagen? Arbeiten. Was hält er von einem Mindestlohn von 5.300 Euro? Super an, oder? Ja, super. Unser Land ist perfekt, es gibt so gut wie keine Arbeitslosen mehr. Ich bin nicht grundsätzlich dagegen, aber ich... Scheiße, stimmt, die sind ja alle schon... Ja, eine... ...anderen Parteien. Ich bedauere. Ja, eine... Erzählen Sie, wie ist meine Partei? Ist ja schon fast wie die Mitgliedschaft. Ja, eine gute... Ich bedauere. Ich bin nicht... Ja, eine... Ja, ich... Nein, danke. Danke. Amüsant. Sie wollten mir das Ding schon an. Och Mann. Herzlichen Glückwunsch. Danach geht's mit den Parteiverboten los. Nur vorbei, ich glaube 80%, oder? Und das schon im August. Die 16 Millionen. Wie aus von ihm? 2 Millionen. Toll! Der Milliardär! Na gut, geben uns mit allem zufrieden, was existiert. Es ist wirklich so laggy geworden, das Spiel. Es ist schlimm. Oh, wir sind endlich in Neu-Delhi. Ach du Scheiße. Das wird härter als gedacht. Schaffe ich das in der Zeit überhaupt? Den Befehl. Bombardieren. Hopp, hopp. Können wir eine Atombombe drauf klatschen? Ich glaube, das wird auf die Wahlergebnisse überhaupt kein gutes Licht geben. Uns überhaupt kein gutes Licht geben. Unglaublich. Soldaten sind in dieser Stadt. Scheiße, das können wir doch gar nicht schaffen. Immer noch nicht, obwohl wir schon so viele Soldaten jetzt rangezogen haben. Da werden wir viel mit Granaten arbeiten müssen. Da können wir auch wirklich... Angesichts des... Unsere Streitkräfte. Da werden wir nur gemeinsam drauf klatschen. Bräuchte man ja eigentlich noch einen Panzersturm. So, nur ihr müsst es durchschaffen. Ihr Männer, ihr seid das Wichtigste. Ihr seid die Hoffnung. Das wird Blut vergießen. Komm schon. Nein, ihr müsst den Bunker fertig machen. Was? Oggins? Wer ist denn das? Was passiert denn jetzt hier alles? Die Bevölkerung wächst immer weiter. Spricht der
ganze Sozialapparat wird immer größer. Komm. Nein. Och, ihr wart doch kurz davor. Kann man das überhaupt schaffen? Das kannst du doch gar nicht. Ach du Scheiße. Es sind jetzt schon 50.000 Daten oder so drin. Brauchen mehr. Wir brauchen die Nuke. Wir müssten wirklich eine Atombombe abschmeißen. Ich glaube, wenn hier zu viele sind, müssen wir den Kampf aber eh beenden. Sonst das Spiel crasht einfach nur. Komm. Irgendwie durch irgendeinen Bug machen die den Bunker nicht mehr auf. Also, wir können die Schlacht scheinbar gar nicht gewinnen. So, die nächsten Truppen. Also das ist wahrscheinlich die kostspieligste Schlacht, die wir bis jetzt hatten. Und das wird nicht enden, das ist nur Indien. Merken wir uns, Russland hat noch mehr Truppen. Hä, die wollen den auch gar nicht erobern, oder? Wir hätten den schon lange erobert, wenn die hier nicht die ganze Faxen machen würden. Oh. Unnötig. Unnötig. Wir haben soeben. Danke. Ich dachte nur, dass das Spiel schon wieder hier am Rumbang ist. Ich flipp aus. In der letzten Folge, dann wollten wir mal so einen schönen Kampf haben, oder macht die sowas hier? Auch Kommunisten, oder? Sind es Kommunisten? Die recht? Ah, die waren aber kommunistisch. Danke. Oder spielen wir das noch mehr Bangen? Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Ah, wir haben sogar jetzt ein komplettes Staatsterritorium. Die einzigen, die abgeschnitten sind. Ist nicht wahr, oder? Es ist nicht wahr. Das Spiel ist gecrashed. Ihr seht nichts. Aber das Spiel ist gecrashed. Im großen Crash, im großen Knall geht das vorbei. So. Juhu, wir sind wieder ganz am Anfang. Super cool. Ja, dann müssen wir jetzt auf den Tisch schauen. Sehr bedauerlich, ja, schade. Wir können die ja normal gar nicht mehr annektieren, scheinbar. Ja, okay, damit wir die Pläne über wenigstens durchziehen können. Ich finde es schade. Wir können ja Russland nachher noch probieren. Aber okay, Russland wird wahrscheinlich genau dasselbe passieren. Es wird sich nichts nehmen. Haben wir irgendwas Großartiges gemacht? Nö, eigentlich nicht, oder? Jetzt hat es funktioniert.
obwohl wir ja noch nicht annektiert haben. Das ist aber noch ein Thema. Es ist. Ah, ich habe Angst. Ich habe Angst. Schon noch ganz viele Terrorgruppen noch überleben. Ja, die Grenze ist gar nicht verbuggt, wa? Ein großes Land. Laut dem Spiel nicht, aber. Ja, wir haben ja kein Grenzgebiet dazwischen. Ach du Scheiße. So, Folge 40 können wir gleich mal schreiben. Es war so klar, dass das Spiel. Also, naja. Wir können unsere Ziele ja scheinbar auf die normale Art und Weise nicht mehr erreichen. Boah, ich würde mir wirklich mal wünschen, Pwn Revolution. Das bugfrei ist. Natürlich, dass nach so vielen Spieljahren hier nicht mal Bugs auftreten können, okay. Aber es sind wirklich große Bugs. Doch Game-Breaking-Bugs. In China, da wird ja dann exakt dasselbe passieren. Russland können wir noch probieren, aber bei China wird dasselbe passieren. Deswegen die Annexion. Hatte ich. Aber exakt dasselbe. Spiel crasht, oder? Ah, nö. Weiß auch nicht, ob ihr da. War das letzte Folge, wo wir Bier verboten haben? Ja, oder? Also Alkohol an sich. Was hat das letzte Folge gemacht? Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles offscreen gemacht habe, was ich zusammen. Wohngeld habe ich übrigens nochmal erhöht. Ich habe alles erhöht. Hier Pässe mit. Ja, Pässe ist zum Beispiel bei uns ausgebrochen. War nicht so schön. So. Wir haben den riesen Staat ohne Grenzen. 8,3. Achso, ja, übrigens. Ah, das habe ich vorhin gar nicht gezeigt. Ich glaube, das stand aber irgendwo. Wir hatten vorhin 420. Region 420, ihr wisst, was das heißt. So. Übrigens, danach geht es ja auch wieder mit dem Projekt weiter. Also, nach Pwn Revolution ist nicht Stopp. Aber erstmal Stopp mit Pwn Revolution. Ich weiß, es kam jetzt ja 2023er heraus und der sah echt gut aus. Aber wir haben jetzt hier das so lange durchgezogen und ich will erstmal Pause haben. Ich will auch erstmal warten, bis die Bugs in dem Spiel behoben wurden und. Und bald kommt ja eh das Konkurrenzspiel, wo ich ja noch reingucken wollte. Wo war denn das jetzt? Hier wollte ich reingucken. Quatsch. Bevölkerungswachstum nimmt sogar ab. Wir werden am Ende der Folge natürlich auch alles vergleichen, alle Werte noch. Da müsst ihr gar keine Angst haben. Okay, Wachstum nimmt ab, ja, weil wir China zum Beispiel annektiert haben. So, speichern wieder mal. So, und gegen Russland werden wir den Kampf versuchen. Er wird sicherlich nicht funktionieren. Aber naja, versuchen kann man es ja. Was sind das? Da hat zweiter, dritter Klasse oder Sterne, das habe ich noch nie verstanden. Okay, das ist schon wieder alles verbuggt. Dann werden wir die 113.000 Daten jetzt auf Moskau losschicken. Auf den Regierungssitz. Wir sind dabei, dieses Land an. Ich sag, das Spiel wird crashen, aber wir tun es trotzdem. Wir können. Machen in der Zeit ist aber nicht so viel. Speichere dann kurz bevor sie da sind. Heute stimmt hier die Reise zum Mars wäre auch noch da. Oh, da ist das Spiel gecrashed. Vielen Dank. Ich glaube, es wird diese Folge noch öfter passieren, dass das Spiel abstürzt. Vielen Dank, Eversims.
Ich denke tatsächlich, dass es aber auch zum Großteil durch die Cheat Engine so krass und daher, dass sie halt so viele Länder erobert haben. Aber warum beachtet man das nicht? Oder warum funktioniert man das nicht? Die Bugs sind seit mehreren Versionen schon drin, dass das Spiel irgendwann kaputt geht. Zieht sicherlich auch an dieser KI, die vieles berechnet und. Aber das kann man doch alles fixen über die Zeit, oder nicht da? Also denke ich, das ist toll. Tja. Dann war es das auch mit diesem Kampf. Ich habe mich voll gefreut, dass wir heute so drei große Schlachten machen und. Ja, Pustekuchen, würde ich sagen. Wir können. Ich weiß nicht mal, ob wir jetzt Russland überhaupt annektieren können oder ob das Spiel crasht. Ich glaube, es crasht. Ah, nee, doch nicht. In Brüssel, in Porto, ja, das ist schön. Wir können es also kaum noch spielen, einfach. In Vietnam. Ist auch kommunistisch. Gerade BEP verloren. Boah, ist ja geil. Ne, nur dazu gewonnen. Dann wollte ich die Währungsunion noch eröffnen. Den restlichen Staaten nichts. Es existieren noch welche. Brasilien existiert zum Beispiel noch. Indonesien existiert nicht mehr eigenständig. Vietnam existiert noch. Was existiert noch? Südkorea existiert noch. Australien, Neuseeland. Fast gesamt Ozeanien. Südamerika existiert komplett noch. Ja. Ja, Nordamerika existiert nicht mehr. Nicht mehr eigenständig, eher gesagt. So, Russland. Dann haben wir euch jetzt auch noch gezwungen, in Anführungszeichen. Das Ding ist, Russland hätten wir eh besiegt. Allein schon stärketechnisch waren wir denen 10.000-fach überlegen. Es hätte sich, denke ich, aber ganz schön hingezogen. Weil mit den Kommandotruppen allein hätten wir es, glaube ich, nicht geschafft. Oder nicht beim ersten Versuch. Stürzt das Spiel ab. Es wird abstürzen. Ah, nein, es ist nicht abgestürzt. Belagerung von Paris? Was habe ich damit zu tun? Oh, das ist jetzt unser großes Land. Wenn da ich auch noch alles ausbauen wieder, alles kaputte sanieren, Budget ändern, das dann zum allerletzten Mal. Und da machen wir vielleicht einen Spielstand, wo wir einfach Scheiße bauen. Uns zu einer Diktatur verwandeln. Atombomben abwerfen, so das ist der übliche halt. Wir werden auch nochmal alle illegalen Einwanderer akzeptieren. So, das sind wir. Das ist die Afrikanische Republik. Ja. Das war's jetzt mit dem Hauptteil des Projektes. Jetzt beginnt der ganze Spaß. Wir können das Land eigentlich auch wieder umbenennen in, weiß ich nicht, Weltrepublik oder so. Die eigentlich passen, oder nicht? Habe ich gerade gespeichert? Ja, hab ich, oder? Dann sanieren wir alles und dann benennen wir uns nochmal um. Uiuiuiui. Und das Spiel crasht. Wer hätte es gedacht? Okay, dann können wir scheinbar im Spiel überhaupt nichts mehr tun. Er stellt sich aber vor, es wurde Ersatz gebaut. Also. Alles, was ich im Spiel machen will, funktioniert gar nicht mehr. Sieht ja aber am Spielstand. Am Spielstand. Spielstand ist einfach Schrott. Ist kaputt gegangen. Komplett destroyed. Ja, ist halt so.
Zunächst ist als Bär hatte ich übrigens South Park in der Röhre vorbereitet. Wenn es funktioniert. Oder The Force Unleashed oder beides vielleicht sogar. Mal gucken. Mit Simulatoren werde ich mich jetzt erstmal hier nicht mehr beschäftigen. Okay, dann fangen wir jetzt an. Wir nennen uns realistische, kommunistische, eine Weltrepublik. Dann könnten wir eigentlich das Logo der UN reinmaßen, aber naja, wir lassen unsere Spaßrepublik hier drin. Jetzt läuft das Spiel nicht. Na, jetzt wieder. Vielleicht crasht es jetzt gleich wieder. Das heißt, dass wir gar nichts mehr machen dürfen. Strom. Ah, stimmt. Strom müssen wir aber abbauen. Wenigstens die Klimawandel will ich noch ein bisschen stoppen. Obwohl ich da auch so viel gebaut habe. Also, ich glaube, 40, 50 Millionen solcher Absauger. So. Das ist die Weltrepublik. Ja, das Verhältnis sieht jetzt super aus. Ist denn der Name hingerutscht? Hinten, oder? Da. Das ist die Weltrepublik. Ja, und die Steuereinnahmen sind auch irgendwie komplett eingebrochen. Ich weiß nicht. Das stimmt, das hatten wir erhöht. Zölle. Ich hoffe aber wenigstens. So, ich benenne uns das gleich mal um in Fun. Wenigstens das, was ich umsetzen will, können wir umsetzen. Wir machen gleich den kommunistischen Staat erstmal, sozusagen nur noch ein Parteienstaat. Dann die restliche Diktatur. An die davor vergleichen wir erstmal alle Werte. So. Jetzt sind wir beim spaßigen Teil, und zwar der Übersichtskarte. Erstmal hier Wirtschaftskarte. Das ist unser gesamtes Gebiet jetzt. Das sind unsere Marionetten. Ja gut. Ich glaube, da muss ich nicht mehr so viel zeigen. Fangen wir erstmal an. Politik in der UNO. So viele Länder gibt es ja nicht mehr. Noch nicht Mitglieder, sondern unsere Puppen. Und Jemen. Ah, Jemen ist eine Marionette von Saudi-Arabien. Okay. Ja. In der WHO sind schon deutlich mehr Mitglieder. In der EU zwei Mitglieder noch. Das wollten wir uns ja auch noch bewerben, eigentlich aus Spaß. OPEC, die LAS, LAS, nicht LAS. Bevölkerung, ja, haben wir offensichtlich die größte. Stimmt, da werden nur immer Länder gezeigt, die es noch gibt. Dicht ist aber nicht so hoch. Bahrain hat eine höhere. 15, okay, fast die Hälfte. Über 84. Okay, unsere Bevölkerung ist nicht so alt. Das liegt halt noch daran, weil unsere Lebenserwartung nicht so hoch war. So, okay, das war klar. Geburtenrate. Joa, geht. Migrationswanderung. Mit die meisten, weil das große Land. HDI. Meinen höchsten BEP, das will ich auch mal vergleichen mit damals. Boah. Ist ja ein Gutverdiener. Ja, gerutscht. Kommensunterschiede. Ja, waren wir eigentlich mal hier ganz unten, aber ich habe ja die Gesetze geändert. Ich habe ja alle Steuern abgeschafft. Das Bruttoglück. Okay. Wirkung der relativen Armutsgrenze hatten wir auch mal, glaube ich, einen besseren Wert. Internet der Bevölkerung haben wir gar keine mehr eigentlich. Kalorien pro Tag haben wir die höchsten, also nur am Fett fressen. Es gab für öffentliche Gesundheit haben wir die meisten. In Milliarden, 110 Milliarden. Bevölkerung pro Arzt haben wir das Beste. Bevölkerung pro Krankenhausbett haben wir auch das Beste. Nee, haben wir nicht das Beste. Vorhin habe ich jetzt geguckt, da hatten wir 40 oder so. Achso, ist jetzt ja wieder hochgegangen. Die Werte sind jetzt wieder verändert. Stimmt, stimmt, stimmt. Verhütung. Ja, geht besser. Zwei HIV-Positiven. Ist klar, weil hören sie meist Menschen leben. Schneidung. Werden tatsächlich noch durchgeführt. Genitalverstümmelung. 1%. Okay.
leider noch da, aber kann man nichts ändern. Biolandwirtschaft 100%. Wow. Wirtschaftliche Macht. Ja. Und das Rest, die sind auch noch unsere Marionetten. Also okay, wir haben komplett gewonnen. Wir sind von 424 Milliarden auf 510 Billionen. Ist das übertrieben? Etwas. Liebe ich es trotzdem? Ja. Wachstum ist miserabel. Wir waren mal hier auf Platz 1. Oder Vergleich sind wir sogar abgerutscht. Ja. Inflation. Okay, da haben wir jetzt ja die Künstler. Das ist sogar besser als wir. Das hatten wir schon. Haushalt, ja. Einen riesen fetten Haushalt von 440 Milliarden Euro. Das stimmt, glaube ich. An die Billionen. Das Billionen. Das kommt schon eher hin. Das Defizit. Ja, gesamtöffentliches Defizit. Ja, die Schulden werden wir noch zurückzahlen. Öffentliche Hilfen geben wir am meisten hin. Das reichste Land der Welt. Okay, ja, hier müssen wir, glaube ich, jetzt nichts gucken. Außer Strom vielleicht. Das würde ich gerne sehen. Fast 100 Terawatt. Ne, 100.000 Terawattstunden. Die Bevölkerung. Ja, waren wir mal schlechter. Einkommensunterschiede hatten wir schon. Arbeitslosigkeit haben wir die geringste. Hatten wir davor 33%, sind wir hier runter. Perfekt. Rentenalter sind wir noch nicht das niedrigste. Okay. Terrorismus gibt es keinen mehr. Achso, doch, jetzt gibt's ja wieder welche. Stimmt. Ja. Kriminalität. Boah, gibt's. Warum steht da Selbstmord? Cyberattacken weltweit. Okay, bei uns leben halt die meisten Menschen. Gefangene. Perfekt. Legung der Gefängnisse. Auch perfekt. Also, wir sind bei den meisten Sachen eigentlich. Beste. Einwohner. Null. Tandex, das will ich sehen. Quatsch. 6,6. Das ist immens stark. Das sind 6,6 Millionen. Teilungsbudget. Was hatten wir davor? 10 Billionen. Die USA würde sagen, das ist noch zu wenig. Der Sprengkopf Saudi-Arabien hat welche und Oman. Was ist da passiert? Aber sind alle beigetreten. Perfekt. Menschenrechte, gerade in Demokratie, ja. War mal besser, aber hier nicht. Pressefreiheit, ganz gut eigentlich. Lohngleichheit Männer, Frauen, haben wir perfekt. Analphabeten haben wir leider noch sehr viele. Ich glaube, das Problem, das kriegst du einfach auch nicht aus der Welt. Grund- und Hauptschüler haben wir 100%, so gut wie Abiturienten. Geht noch besser. Studierende höhere Semester. Geht noch besser. Weltpreise. Geht besser. Tente im Jahr. Am wenigsten. Autsch. Wir haben so voll viele Wissenschaftler, haben wir auch nicht die meisten. Okay, prozentual. Aber da habe ich wirklich nicht viele eingestellt. Internetbenutzer. Wahrscheinlich alle, oder? Ja, alle. Okay, das ist jetzt sehr viel Nerdwissen. Einfach nur hier, das ist vielleicht nur interessant. 210 Mbit, durchschnittlich. Halte Zeitungen. 15.000 Einwohner. Filmproduktion. Ich glaube, da sind wir auch über Platz 1. 1 Million Bücher im Jahr. Nicht schlecht. Olympiade. Geht besser. Winterolympiade. Perfekt. FIFA-Platzierung geht auch deutlich besser. Religion, Christentum. Ah. Islam ist aber vielleicht nicht mehr da. Indonesien bestimmt, oder? Nee, Saudi-Arabien.
Halt hier aber, können wir noch gucken. Davor hier und jetzt sind wir hier. Machen Minusemission. Der 2-Ausstoß, perfekt. Die Temperatur, 11 Grad. War glaube ich mal bei 30 oder so. Aber es ist halt, weil wir viele verschiedene Territorien jetzt haben. Hier Niederschläge. Boah. Bewaldung, 1% hätte ich gerne. Ist nicht so hoch. Das wäre schon ein bisschen besser. Bewaldung, Aufforstung ist sehr schlecht bei uns, aber es geht eigentlich. Es wird besser. Bewaldung in Prozent. Ne, den hatten wir schon, oder? Die Grad der Betonierung. 50%. Hat sich nichts genommen. 100% hat Malta. Hat erneuerbare Energien. Ja, nicht schlecht. Cyclingquote haben wir eigentlich mal 100% gehabt. Tierwohl, jetzt haben wir das Beste. Und zu guter Letzt Abfallerzeugnisse. Ah, zeugen wir auch sehr viel Müll. Das waren alle Werte. Gucken wir hier noch. Erderwärmung. Wow. Klimaflüchtlinge, alles. Da passt alles abgewandt. Außer Zortung von Tierarten. Oh, was ist da passiert? Bevölkerung, ja, okay. Schmutzung der. Was ist denn jetzt passiert? Wir werden jetzt überall noch das Budget auch noch aufstocken. Ich habe Angst, dass das Spiel einfach crasht. Stimmt, deswegen sind die Arten langsam aussterben. Eselfinger abgeholzt, das ist sehr gut. Wahrscheinlich auch, weil wir Russland jetzt annektiert haben. Hier habe ich sehr viel gebaut. So, Landwirtschaft. Da wurde scheinbar von allen Ländern schon sehr viel Geld investiert. Sehr gut. Und die Zahl kann man auch Geld einschmeißen. Es leben bei uns so viele Menschen. Polizei und so was brauchen wir nicht. Cyber. Okay, haben wir alles geschafft. Hier gibt es ja sonst nichts. Ah, doch, Geheimdienst. Gesundheit, sehr wichtig. Das ist jetzt das letzte Mal, dass wir hier irgendein Budget hinzufügen müssen. Also in diesem Projekt zumindest. Es wird übrigens irgendwann tatsächlich mal ein neues Home Revolution Projekt bestimmt geben. Aber ich denke erst zur 2024 Edition. Bin mir nicht sicher, vielleicht habe ich vorher auch schon Bock. Mal gucken, ob ich mir überhaupt die 23er hole. Müssen wir erstmal gucken, ob sich das großartig lohnt, ob man eher sagt. Achso, ich habe übrigens ja auch eine Politik eingeführt. Aber da das scheinbar nichts ändert, machen wir mal aus. Mal gucken, ob sich das halt lohnt, das Spiel. Warte auch erstmal auf das Neue, was rauskommt. Als Konkurrenzspiel. Wenn sich das Dollar lohnt, dann bleibe ich, denke ich, erstmal mit dem. Aber ich gebe Pawn Revolution auch nicht auf. Also wenn die ihre Bugs unter Kontrolle bekommen und mehr Features hinzufügen würden, pro Edition, dann wäre ich doch wieder dabei. Ich finde einfach, das ist ein bisschen geldgeil, was die machen. Die fügen einfach zu wenig hinzu dafür, dass das Spiel halt jedes Mal so viel Geld kostet. Ich glaube, für Leute, die das Spiel haben, 20 bis 30 Euro, neu 40, ist jetzt nicht so wenig, würde ich sagen. Oh. Folge geht übrigens langsam dem Ende zu. Wie gesagt, wir machen jetzt hier noch ein bisschen die Späßeleien. Hinzufügen und. So. Sport auch sehr wichtig. Ich habe langsam Angst, dass das Spiel vom Crashen steht. Und die Organisation wollten wir noch gründen mit dem Euro. Wirtschaftsgemeinde und der Europäischen Union an sich beitreten.
Also ein paar Spaßsachen haben wir halt noch vorbereitet. Oder wie es dem Euro-Antrag stellen. Würde ich angenommen werden, ist eine andere Sache. Das fände ich, wie wir uns noch aufhalten sollen. Aber naja. Ja, hier Russland drüben stimmt nicht, Russland existiert nicht mehr. So, Budget ist aufgestockt. Wir fragen die Europäische Union, ob wir Mitglied werden dürfen. Wir könnten eigentlich auch alle anderen Organisationen beitreten, aber ja. Wozu? Existieren nicht mehr. Eine neue Organisation, wenn es geht oder das Spiel crasht. Eine Währungsunion. Ja, weiß nicht. Der Welt. Welt. Weltwährung. BB. Ja, Löchchen. Weiß nicht. Was nehmen wir denn? Abuja? Ich trage das meiste. Die anderen müssen gar nichts tragen. Ich lade alle Länder der Welt ein. 10% Jahresdefizit. Ach komm, jetzt 20%. Wir brauchen ja auch eine stabile Währung. Mitglieds in der Mehrheit. Jährlich. Währungsbezeichnung. Weltdollar. Weiß nicht. B und dann ein Dollar-Symbol. Es ist da. So, der Weltdollar. Auf Englisch World Dollar. Und die Weltsprache jetzt halt Deutsch ist. Was sind bei mir? Ich bin ja Deutscher. Ein Weltdollar. Wir müssen die Währung jetzt natürlich nach oben bringen. Macht ja auch Sinn. Alle sollen uns ja beitreten wollen. Crash das Spiel? Oh ne. So, in der Aufnahme voll doof eigentlich aus. Ländername. Menschenrechte. Warum Menschenrechte? Woran liegt das? Weil ich so viel Geld reingesteckt habe. So, so. Deswegen ist bestimmt auch, sind wir auch im internationalen Ranking ein bisschen runtergerutscht. Der heilige Stuhl. Wir müssen also wirklich den Papst noch besiegen. Die Abstimmung hat... Okay, wenn das so sein soll... Dann werden wir den Papst noch besiegen in dieser Folge. Der Kosovo! Nein, er existiert immer noch! Was ist denn hier noch alles? Ich glaube, 2 Wochen dauert es, bis der EU-Antrag angenommen wird. Noch eine Woche. Wir haben jetzt auch alle Staaten aus dem Sicherheitsrat verdrängt. Also ständige Mitglieder. Ja, wir haben es geschafft. Die Weltrepublik, aka Nigeria. Ist nun der Stärkste auf der gesamten Welt. So, aber zum Papst werden wir nur die bestausgebildeten Soldaten schicken. Beitritt abgelehnt. Warum? Geografische Lage, wa? Das wird die geografische Lage sein. Geringes Wachstum? Wir werden der EU nichts bringen? Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht.
So ein fettes BEP. Warte, was? 115 Milliarden Euro. Puh, fast 10 Millionen Soldaten. Ach so, das ist nach dem neuen, der neuen Währung. Ach du Scheiße, die neue Währung hat uns ja gar nicht gut. Würde ich dem Euro beitreten? Obwohl, wir haben ja die... Vielleicht sind es im Minus, ist ja gut oder nicht? 10% Inflation gehen wir runter. Das wird günstiger. So, was jetzt aber schnell noch machen? Gründen die kommunistische Republik. Einheitsstaat. Kommt schon. Stimmt dafür. Das Spiel wird wahrscheinlich so verbuggt sein, es wird eh egal sein. Die Kommunisten, hier gibt es keine Wahlen. Damit. Hier gibt es nur den Arbeiterrat. Ja. Langsam sieht man, wo die Richtung hingeht. So, jegliche politische Parteien sind verboten. Steht alles der Einheitspartei. Staatsoberhaupt Lebenszeit ernannt. Können sogar im Referendum zustimmen. So ist jetzt eh Dekret. Personenkult. Lang lebe der heilige Herrscher. Umbruch im Staat. Stimmt, Thailand gehört uns jetzt ja auch. Ja, die Weltrepublik wird nach vorne gebracht, wie es da steht. Muss jetzt alle streiken. Warum? Warum streiken die? Gut, Hetze. Die Meteorologen haben mir soeben bestätigt, dass... Zur Welle, okay. Schaffen wir Todesstrafe. Ich soll also die Todesstrafe einführen? Achso, okay. Wenn das Spiel mir das so sagt. Ups. Wir rutschen jetzt Richtung Diktatur. Auf 26 schon hoch. Tja, blöd nur, dass das Fernsehen jetzt auch uns gehört. Blöd nur. Keine freie Meinungsäußerung mehr, außer im Internet noch. Und somit schaffen wir auch die Fake News ab. Oh, ist der WHO rausgeschmissen. Ihr habt doch eh sonst keine Mitglieder mehr aus Saudi-Arabien und weiß nicht, die Jemen. Als hättet ihr irgendeine Wahl. Als würde es wehtun. Die UN, die UN, die ich vielleicht regiere. Oh, aber traurig. Wo ich das mal so mickrig werden muss. So. Doktrination, zack. Forschung können wir nicht irgendwie eingreifen, oder? Oh, Polizei. Personenkontrolle. Zack. Zack. Tempolimit. Oh, kann so bleiben.
Und die Justiz muss gleich noch unter unsere Kontrolle. Haben wir gleich das gesamte Land in eine Diktatur verwandelt. Nur Verbände sind zum Beispiel frei. Wir brauchen auch die Einheitsgewerkschaft. Das wird, glaube ich, das nächste sein. I mean, es arbeiten eh alle für den Staat. Muss man doch nicht gegen den Staat demonstrieren oder streiken. Erstmal nehmen wir ihnen das Streikrecht. Per Dekret verfasst. Das Wunsch, warum? In der WHO. Ja, guck mal, der Papst erlädt uns sogar noch ein. Möchte er sogar noch, dass wir bei ihm spielen. Und jetzt ist die fast finale Diktatur, weil wenn sie jetzt nicht mehr streiken dürfen. Was? Ich werde abgesetzt? Hallo? Ja, die ganze Welt ist hier. Ich bin Wird abgesetzt? Naja, wir brauchten irgendwann eh einen neuen Charakter, sagen wir es mal so. So, okay, dann werden wir jetzt gleich abgesetzt. Folge geht doch wieder länger als gedacht. Was ein Wunder, wer hätte das wissen können? Und wir werden abgesetzt. Oder? Oh, wir können gar nicht abgesetzt werden. Wir sind der Staat. Werden wir abgesetzt? Das ist wirklich eine spannende Frage. Eigentlich können sie uns gar nicht absetzen. Auf Lebenszeit ernannt sind. Wir wurden in den Ruhestand gezwungen. Das Büro hat... Okay, er war auch schon irgendwie 95 oder so. Okay. Aber wer sagt denn, dass er kein Diktator ist? Tja, blöd gelaufen, wa? Streiken ist verboten und jetzt gibt es auch nur noch eine Gewerkschaft. Verbände verbieten wir auch. Es sind nur noch die Religion die einzigen, die Freiheit haben. Frage ist nur, für wie lange? Und wie sie Freiheit haben. Ein NGN? Vielleicht ein? Warum? Etwas sehr. Wurden wir aus unserer eigenen Währungsunion rausgepfeffert? Das ganze Land streikt. Wenn Streiken verboten ist, das ist gegen das Gesetz. Auf jetzt hier. Oh ja, stimmt, die werden jetzt, die ganze Gewerkschaft werden jetzt Terroristen, oder? War das nicht so? In der OPEC sind wir noch Mitglied. Staune. Würde ich aus der Währungsunion rausgeworfen. Naja, dann war es das wohl mit der starken Währung. Weiß zwar nicht, warum ihr hier noch protestiert, weil ihr existiert gar nicht mehr. Zack. Es gibt nur noch die Gewerkschaft. Es gibt nur noch unsere Verbände. Sekten werden eh verboten. Religion. Achso, nee, wir wollen ja kein religiöser Staat werden. Die Religion aber kontrollieren, einschränken. Das ist sehr gut.
Echt würde ich es niemals tun, aber hier im Spiel, warum nicht? Wir können auch, obwohl das würde mit dem Einschränken, denn wir keinen Sinn machen. Mit zu einem. Können ja nicht zu einem Gottesstaat werden und dann die Religion einschränken. Wie schränken wir die Religion einfach so ein? Obwohl, können wir ein Gottesstaat werden und trotzdem alle Religionen einschränken? Alle Gewerkschaften jetzt erstmal. Alle verboten. Dann machen wir es noch zu einer Monarchie. Aber davor müssen wir. Wurden wir aus dem Internationalen Strafgerichtshof rausgeschmissen? Naja. War ja auch zu hatten, oder nicht? Und die Todesstrafe. Sogar nicht abgeneigt. Aber ich wurde davor abgesetzt, weil ich eine Diktatur gemacht habe. Aber ich mache jetzt eine Diktatur immer weiter und wir haben kein Problem damit. Schwierige Mutter. So, die Justiz ist in Staatshand. Es gibt die Todesstrafe. Ich weiß gar nicht, was kann man denn noch alles tun, um eine Diktatur zu sein? Wir können das Verlassen des Landes verbieten. Niemand darf aus. Davor legalisieren wir noch alle Einwanderer. Geheimdienste. Wir machen die sozialen Netzwerke. Was kann man noch machen? Ist hier hochgerutscht. Verhütung könnte man verbieten, aber es ist sehr dumm. Macht medizinisch halt keinen Sinn. So, Kultur. Kritik am Staat verboten. Erotik verboten. Gewalt verboten. Religionsfreiheit verboten. Niemand kritisiert hier irgendwas mehr. Ganesh Chaturthi? Was ist das, Hinduisten? Was soll das heißen? Ich kann kein Hinduistisch. Es ist Zeit, die Augen zu öffnen. Das Volk hält sie für verantwortlich für sein Leiden. Gefeiert, ja, dann feiern wir damit. Streik? Streik ist verboten, Mensch. Alle in den Knast, wirklich. Und der nächste wurde abgesetzt. Aber das ist uns scheißegal. Denn wir machen einfach weiter. Unsere Gewerkschaft streikt gegen uns. Hitze, warum sagt sie Außenminister? Ich weiß nicht. 30% der Gläubigen im Weltrückblick sind gegen Lazarismus. Ich habe soeben die letzten Zahlen zur religiösen Praxis in der ihrer neuen Gesetzgebung mit Kultfreiheit bestehen. 73% unserer Mitbürger auf ihren Glauben, die sogar gestehen oder beschützen. Was ist das denn hier eigentlich? Wir sind doch nicht vollständig, oder? Was das fehlt denn noch? Macht der Religion im Land? Anstieg von Atomraketen, Behördenmaßnahmen, chemische Waffen. Und die Religion würde ich noch gerne komplett
bemachten. Okay, die PO hat uns rausgeschmissen. Personalverringerung bei Lehrern. Warum auch immer. Komm schon, das Gesetz kriegst du noch durch, bevor du abgesetzt wirst. Komm, komm, komm. Danach speichern wir. Ach du. Ist nicht wahr, oder? Religionsfreiheit, das hat nicht funktioniert. Können wir eigentlich keine vollständige Diktatur sein? So, Fun 2. Wenn wir die Folge so bald, denke ich, sogar schon beenden. Interessant, interessant, würde ich sagen. Wir haben viel erlebt heute. Vom freiheitlichsten Land zur größten Diktatur. Yes. Das ist nicht wahr. Was sind die Mehrheitsreligion? Die Sunniten. Ist noch irgendwo, wo es Freiheit gibt? Ich glaube nicht, oder? Außer hier bei sowas wie zum Beispiel Mariana. Jetzt weiß ich eh nicht mehr, was die ganzen Werte da bedeuten. Wenn wir von Euro weggegangen sind. Uiuiui. Ich würde aber gerne noch das alles abreißen. Geldreserven schaffen wir. Wir kriegen wir ja nicht alles abgebaut. Sag ich doch. Irgendwie so ein Bug steht hier. Da lässt sich nichts machen. Alle können wahrscheinlich nicht wegmachen. Aber das Spiel leckt. Außer diesen großen Lecks sind eigentlich keine mehr da. Wir werden halt abhängiger von der Energie. Obwohl. Von wem sollen wir abhängig werden? Hm? Von wem? So, die Erderwärmung konnte zum Großteil gestoppt werden. Ausrottung von Tierarten weg. 4% runter. Schmutz in der Atmosphäre. So gut wie nicht mehr vorhanden. Kaum noch Klimaflüchtlinge. Weniger Entwaldung. Hunger in der Welt existiert nicht mehr. Noch Abfall ist ein großes Problem und Cyberkriminalität. Und die Überbevölkerung und soziale Ungleichheit. Tja. Tschernobyl ist auch noch da. Lassen wir uns doch mal krönen, oder nicht? Ich würde mich gerne noch krönen lassen. Das ist eine vollständige Diktatur. Es gibt keine Rechte mehr. Der Staat. Eine komplette das Diktatur. Ist so, die Krönung machen wir noch. Und dann die Eroberung des Vatikans, unser größter Erzfeind. Ich habe Spaß, nur einen Soldaten in den Vatikan schicken, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Eigentlich ja. Oh, wer jetzt? Psch, psch. Ruhig.
Rang der Erste, wow. Der Krönung Napoleons würdig markiert diese Inthronisation auf ewig die Geschichte unseres Landes. Am frühen Vormittag setzte sich der Tross in den Straßen der Hauptstadt in Bewegung, allesamt zu diesem Anlass mit dem Wappen der königlichen Familie verziert. Von der berittenen Garde in mittelalterlichem Gewand und von riesigen programmierten Fanfaren begleitet, nahm das Königspaar in einer funkelnden Kutsche Platz, die eine detailgetreue Nachbildung des Gefährts Aschenbrüttels war. Auf der gesamten Strecke bejubelte die unzählige Menge ihren künftigen Monarchen und warf mit Rosenblättern, während die erste Fliegerstaffel Flugmanöver vollführte. Die Krönungszeremonie wurde zur Melodie von »Also sprach Zarathustra« von Richard Strauss eröffnet. Der König erschien anschließend in einem großen, mit Blattgold verzierten Umhang und einer mehrere Meter langen Schleppe. Nachdem er den Eid abgelegt und sich selbst die Krone auf sein erhabenes Haupt gesetzt hatte, krönte unsere Majestät seinen Gatten und nahm das Goldzepter entgegen, das Symbol der uneingeschränkten Macht. Die Geschütze donnerten und die Tauben erhoben sich in die Lüfte. Das Land wurde in diesem Moment zur Monarchie. Wow. Monarchie im Nachhinein, aber einzufinden ist auch wie komisch, oder? Monarchie hat er eigentlich mehr so mit der Königsfamilie und so. Macht man sich selber einfach zur Königsfamilie? Nein. Ist hier eigentlich... Das ist gar nicht verpackt hier. Oder Strafe steht hier nichts. Und das ist ein Königreich. Eigentlich müssen wir Weltkönigreich nehmen oder Weltreich. Autoritär sind wir geworden. Tja, was ist nur sonst geworden? Ist der Vatikan, da ist er. Für Soldaten hat er. Das ist irgendwie die Frage, die Stalin mal gefragt hat. Okay, wir schicken einfach mal einen Soldaten. Okay, Leute, wir schicken einen Soldat in den Vatikan. Gucken, was passiert. Im Krieg mit dem Vatikan, Leute. Wir werden auch gleich noch alle Atomwaffen übrigens vernichten. Okay, wir werden eine einzige Kommandotruppe in den Vatikan schicken. Dieser wird alles verändern. Vatikan hat wirklich Soldaten. Okay. Das werden wir nicht aufrechterhalten können. Deshalb werden wir den Vatikan nuken. Und um Waffen. Oder mal beides an. Wir fliegen alle zu uns. Oder fliegen die vom spanischen Teil? Funktioniert das nicht mehr? Dann müssen wir ihn halt fragen. Werden wir jetzt... Nein, wir haben die Schlacht im Vatikan verloren. Okay. Ja. Stimmt, dem neuen Armeechef haben wir noch eins gegeben. Beim Stab denken alle, dass ein Chef beliebig... Hier ist er, schauen Sie. Der Aktivierungscode für die nuklearen Gefechtsköpfe ist der da. Haben Sie einen Stift? Ja, habe ich. 173827. Okay, Leute. Nein, der Vatikan kommt mit Polizisten an. Nein.
Hey Leute, wir werden im Vatikan einen unseren Hafen vernichtet. Wir werden auf den Vatikan eine Atombombe schmeißen. Die Engel steigen ins Paradies auf. Ich wiederhole, die Engel steigen ins Paradies auf. Das Ziel ist eingegeben, Euer Majestät. Das werde ich auch hoffen. Damit geht es los. In Slow Motion will ich zugucken. Der Armeechef denkt, dass der Chef dieses Landes schnell alle Hebel in Bewegung. Okay. Prozedur des Nuklearschlags. Wurde alles schon eingeholt. Abendessen. Ich bin gerade. Geht schon fit. Er hat nur etwas hastig gegessen. Da fliegt sie, die Atombombe. Nicht so moralisch verwerflich, was sie gerade machen. Das sind Windräder. Sind die so anders auszudehnen? Theaterfestival. Da ist er. Der Vatikan. Er fliegt. Da ist es passiert. Wir haben den Vatikan mit einer Atombombe bombardiert. Es existieren nur noch 4 Soldaten. Eine Bevölkerung von 8 Leuten. Der Papst. Der Papst ist verstorben. Nein! Wir haben den Papst getötet! Naja, was habe ich erwartet, aber. Naja, dann ist es jetzt auch egal, was wir tun. Wir haben genug Sprengköpfe. Bombardieren den Vatikan nochmal. Quatsch. Mann, jetzt geht doch immer alle weg. Das ist doch nicht abscheulich. Es ist halt ein normales Mittel zur Bekämpfung. Ist der Vatikan vollständig zerstört? Noch nicht. Leben noch 4 Leute drin. Straflosigkeit entwickelt sich offen. Was heißt das? Wir werden auch die. Ja, die Religion werden wir nicht mehr machen können. Oder wie lange dauert das noch? Was könnten wir da denn noch hinbekommen? Wo die Folge ist einfach zu lange schon. Naja, mit diesem. Okay, wir werden gleich die letzten Atombomben noch feuern. Das war der Armeechef, der. Oh. Keiner möchte mehr für mich arbeiten. Ich meine, du. Komm schon. Wenigstens du. So, die chemischen und biologischen Waffen abbauen. Alle bis auf 100 Stück. Denn die letzten 100 werden auf den Vatikan fliegen. Und mit diesem Knall werde ich das Projekt auch offiziell beenden. Zeit nochmal zu letztes Land. Und damit würde ich sagen, danke ich mich fürs Zuschauen dieses langen Projektes. Es hat mir wirklich sehr Spaß gemacht, obwohl es zum Ende hin sehr buggy wurde.
und ich leider auch Pausen gemacht habe, aber trotzdem, es hat mir sehr Spaß gemacht. Ich möchte irgendwann wirklich nochmal ein neues Conrad Vision Projekt machen, dann mit mehr Folgen, dann aktiver. Vielleicht auch mal mit einem besseren Ziel. Vielleicht habt ihr auch Vorschläge. Aber naja. Wir sehen uns im nächsten Let's Play, was folgt. Vielleicht sogar im nächsten Livestream davor noch. Und dann bis zum nächsten Mal und ciao. Leute. Na, wir gucken noch nach. Wer hat überlebt? Na, ich glaube, das Spiel ist gecrashed. Ah, ne, Deutsch. Ich liebe immer noch 4 Leute. Die Bestattung wird in ein... Nein, Cornelius, unser alter Charakter, ist gestorben. Okay, Leute. Dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Let's Play und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Leute.